Österreichisch-ungarische Küche gibt's bei Elisabeth Laszlo im Muldenstüberl. WAG-TV verriet die gebürtige Ungarin das Rezept für eine Hortobagi-Palatschinke. Jetzt fangen wir als Erste an mit den Palatschinken. Das Eier habe ich hier, dann nehme ich ein bisschen Mehl dazu. Und ich nehme keine Milch, nur Sodawasser. Wenn die Palatschinken bleibt übrig, dann kann man für Frittaten Eimer nehmen. Ein bisschen Petersilie. Für die Füllung wird ein Rahmgeschnetzeltes vorgekocht. Das Fleisch wird anschließend für die Palatschinke faschiert. Am besten für Rahmgeschnetzeltes, ich nehme immer Bauchfleisch mit ein bisschen Kaiserteil, Schnitzelfleisch dazu. Und die Soße kommt extra. Jetzt können wir die Palatschinken füllen. Und zwar, Andrea kommt neben mir. So nimmst du ein Palatschinken. Und so schaut die Füllung aus, so ungefähr, und das wird rein, dann beide Seiten wird zugemacht und gerollt. Das kommt alles im Blech. Und jetzt kommt die fertige Palatschinken, 10 Minuten. Ungefähr 10 Minuten beim 100 Grad in Dampfgarer rein. So, dann 100 Grad, machen 100 Grad. 10 Minuten. Wenn zu Hause haben Sie keine Dampfgarer, dann nehmen Sie einfach eine Schüssel mit Wasser und unten eine stellen, unten die Blech, und die hat den gleichen Effekt. Die Fleischpalatschinke wird mit Kartoffeln und der Soße des Rahmgeschnetzelten angerichtet. Tun wir ein bisschen Rahm drauf, ein paar Tropfen. Ein bisschen dekorieren kann man. Rote Paprika schaut besser aus. Viel Spaß beim Nachkochen. Wer aber keine Lust zum Kochen hat, der kann natürlich auch einfach bei Elisabeth Laszlo im Muldenstüberl vorbeischauen.